So, folgende Aufgabe hier für Kara. Kara soll hier immer entlang rennen, immer geradeaus und alle Kleeblätter, die ihm also vor die Füße kommen, soll Kara aufheben. Dafür geht man in den Programmiermodus, macht jetzt erstmal einen neuen Zustand und dem gibt man einen sinnvollen Namen. Zum Beispiel hier laufen, weil Kara da ja immer weiterläuft. Zusätzlich brauchen wir da einen Sensor, nämlich ein Kleeblatt unten. Der soll ja immer prüfen, ist ein Kleeblatt unter mir und wenn ja, hebt eins auf. So, jetzt haben wir hier den Zustand Laufen und den Stoppzustand, den werden wir aber hierfür nicht brauchen, weil das ein Endlosprogramm ist. Aber diesen Laufenzustand müssen wir als Startzustand machen. So, und jetzt müssen wir da die Aktion programmieren für den Zustand. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten für den Sensor. Entweder entdeckt er kein Kleeblatt unter sich der Kara oder es ist einer unter ihnen. Wenn keiner ist, dann soll er einfach weiterlaufen. Ja, und am Laufen bleiben. Darum ist der Folgezustand Laufen. Hier das Self-Loop. Ja, und wenn er dann Kleeblatt entdeckt, soll er das natürlich aufheben. So, das können wir jetzt mal probieren. Starten hier. Hier sieht man immer so schön, wo Kara gerade ist. Wenn Kleeblatt unter ihm ist, geht er hier in diesen zweiten Teil der Aktion rein, nämlich Kleeblatt ist entdeckt. Ja, und das geht jetzt immer so weiter in eine Endlosschleife. Stoppe ich mal. Man kann das noch leicht anders programmieren. Man kann zusätzlich zum Aufheben hier noch einen Schritt reinbauen. Das funktioniert genauso. Dann macht er dann gleich etwas mehr. Und jetzt irgendwo hierhin, auch direkt vor ihm, von mir aus ein paar Kleeblätter. So, und probieren das Ganze nochmal aus. Auch hier sieht man jetzt, das funktioniert schön, ne? Und er bleibt immer länger in diesem Zweig, weil er ja aufhebt und einen Schritt macht. Ja, das war das, was ich zeigen wollte.